Hallo und herzlich willkommen zu meinen Building Shorts. Heute will ich euch zeigen, wie ein Fehler baut, ein Gerät, was das Loch, das ein automatischer Steinbruch gegraben hat, wieder auffüllt. Als allererstes benötigt ihr dafür Tinte. Die bekommt ihr von Tintenfischen. Ihr müsst also ein paar Tintenfische jagen. Die verlieren dadurch Tinte. Dann benötigt ihr gelbe Farbe. Die bekommt ihr durch gelbe Blumen. Sammeln wir gerade mal welche ein. Und wir fliegen zu meiner Werkstatt. Als nächstes geht ihr in den Crafting Table, legt einfach die Blumen hinein und ihr bekommt Löwenzahn gelb. Und die Tintenbeutel benötigt ihr auch. Als nächstes bauen wir mal so einen Fehler zusammen. Oben kommen die Landmarks oder Platzmarker rein. In der Mitte kommt eine normale Werkbank rein, die aus vier Hölzern baut. Unten kommt eine Truhe rein. Ganz unten kommen goldene Zahnräder. Rechts und links jeweils gelbe Farbe. Und ganz oben kommen die Tintenbeutel rein. Und ihr seht, wir haben jetzt einen Füller gebaut. Wie sieht so ein Füller aus? Das zeige ich euch. Wir springen dafür mal kurz runter in unseren alten Quarry, der zwar nicht mehr aktiv ist, aber da kann man das kurz vorführen. Ich habe jetzt hier diese Mine ist ausgebeutet. Man kann jetzt diesen Steinbruch abbauen und wir setzt einfach, dann müsst ihr mit Landmarken wieder den Rahmen hier markieren und auch die Tiefe. Also ihr müsst unten eine Landmarke setzen und auch hier jeweils in dem Bereich, was ihr hier leer gegraben habt. Also den ganzen leeren Raum müsst ihr markieren mit den Landmarken. Und dann setzt ihr einfach wieder hier vorne einen Füller hin, befüllt ihn dann eigentlich das Ganze rückwärts, was ihr vorher gemacht habt. Wir haben ja vorher die Steine rausgepumpt, ihr pumpt Steine rein und der befüllt das ganze Ding wieder. Das habe ich hier drüben schon gemacht. Ihr seht, dass da unten noch diese Träger sind und ansonsten ist das Ganze hier mit Steinen aufgefüllt. So, damit ist der Füller auch schon erklärt und ja. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ich das vorführen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten soll es für das Video gewesen sein. Bis dann. Tschüss.